Unsere aktuelle Frage ist, jetzt hat der Ravensburger Verlag, der junge Häuptling Winnetou, zwei Kinderbücher eingestampft. Und dann gibt es auch noch diese Diskussion um kulturelle Aneignung wegen Dreadlocks und Ähnlichem. Wie verfolgen Sie diese Diskussion und Debatte? Ja, ich verfolge sie mit großer Aufmerksamkeit und mit großer Verwunderung. Denn jeder Mensch, der sich mal mit Kultur beschäftigt hat, weiß, Kultur ist quasi identisch mit kultureller Aneignung. Nichts in unserer Kultur stammt nur von uns, nichts in einer anderen Kultur stammt nur von dieser. Man könnte mit Homers Ilias anfangen, also das wäre das Feld für Michael Köhler und sagen, also der hat sich hier kleinasiatische Geschichten angeeignet. Das geht nun einmal gar nicht. Der zentraler Gott unserer Mythologie, nämlich Dionysos, war ein asiatischer Gott. Die ganze europäische antike Kultur war beeinflusst von der ägyptischen Kultur. Wir wiederum als sozusagen Erbe des christlichen Abendlandes können ohne die jüdische Kultur aus gar nicht verstehen. Es sind lauter Aneignungsprozesse und im Bereich der Kultur, im Bereich der Wissenschaft, im Bereich der Zivilisation sind Aneignungsprozesse die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt produktiv und innovativ sein kann. Deshalb finde ich diese Debatte auch so unglaublich unehrlich, so borniert und eigentlich tatsächlich, möchte man sagen, wenn der Gegenbegriff zur Kultur die Barbarei ist, ist das eine barbarische Debatte.